Seit 20 Jahren tue ich Imker. Ich bin hier eigentlich fast gezwungen worden. Ich habe einen neuen Job angefangen, bin Geschäftsleiter geworden in Plankiskur, der Hausangst Stiftung. Das ist eine Arbeitsstätte für Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung. Wir haben dort einen Kleintierstall eingerichtet und niemand wollte Bienen übernehmen. Und dann hat man mich verknurrt als Geschäftsleiter, um den Bienenstand zu übernehmen. Ich habe dann mit einem Völkli angefangen, wo zwei Waben Bienen drauf waren und Brot. Und dann das dann sukzessiv ausbauen. Also die Motivation zum Anfangen war die. Meine Nene hatte schon Bienen gehabt. Und die haben mich immer interessiert ein bisschen für Bienen. Aber wichtig war für mich, dass ich für die Pension noch eine Beschäftigung habe. Ich habe einfach früher angefangen wegen Plankis. Aber für mich ist das eine Freizeitbeschäftigung. Ich bin ca. 3 Monate im Jahr voll ausgelastet, über das ganze Jahr mit den Bienen. Und das ist natürlich wahnsinnig schön. Darum züchte ich auch züchten. Das tut mich noch mehr auslasten. Motivation ist auch das, dass man Bienen erhalten kann. Es gibt immer weniger Imker, auch die Imker, die man sieht, sind alles bald weisshaarig. Im Moment ist zwar nach dem Film, den man jetzt gesehen hat, das Jahr, dass viele junge Kurs nehmen und auch sich zum Imker ausbilden lassen. Ich habe 3 Kurse am Plantenhofskur gemacht, 2 Grundkurse und einen Züchterkurs. Das ist 3-mal eine Woche. Und x Vorträge in der ganzen Schweiz bin ich besuchen, bis auf Freida, bei Olten. Dort gehe ich jedes Jahr 1-2 Mal einen Züchterkurs. Und auch am Plantenhof haben wir jedes Jahr Tagungen, wo wir Weiterbildung haben. Es ist ein bisschen schwierig, zum Auskunft zu geben. Wir haben vom Kanton haben wir die Situation stündlich, die reinkommt. Die Bieneninspektor meldet dem Kanton, das wird im Internet, also via Internet, erfasst. Und wir können jederzeit nachschauen, welche Gemeinde das versucht ist. Für mich ist das wichtig, wenn ich wandere, ich weiß genau, ich gehe in ein Gebiet rein, wo kein Faulbrot oder kein Sauerbrot ist. So kann ich im Internet das Blatt ausdrucken. Das tut der Kanton so festhalten. Und ich habe auch eine Liste vom Kanton. Da ist jeder Stand ist da innen fest eingezeichnet vom ganzen Kanton, wo aktiv Bienen hat oder auch leer ist. Das ist für die Kontrolle der Bieneninspektor. Weil jeder Stand wird heute kontrolliert, ob die Varroa-Kontrolle durchgeführt ist, ob Ordnung ist. Und vor allem bei den Siegelimkern, die den Honig prüfen lassen, die werden vermehrt kontrolliert. Sämtliche Gerätschaften, sämtliche Bienenwaben, sämtlicher Stand ist Ordnung. Die kommen hier ins Haus, alle Schleudern, alle Kübeln kontrollieren. So kriegt man noch einen Punkt und wenn man genug Punktzahl hat, kriegt man noch eine Bewilligung, um den Siegelimker aufzukleben. Zuerst haben wir natürlich eine Freude gehabt, wo es so warm war. Die Bienen haben sich entwickelt und haben Honig eingetragen, wie verrückt. Und dann ist die Kälte gekommen, dann haben sie den Honig halt wieder gefressen. Das Volk frisst, wenn es kalt ist, etwa 1,5 Kilo Honig am Tag. Das ist natürlich ihre natürliche Nahrung. Dann ist nicht mehr Einträge gekommen. Die Zucht, die Königin hat eigentlich weniger Eier gelegt. Und bei Aufzucht im Pflegevolk haben sie die Mädchen nicht gut entwickelt. Der Erfolg war nicht gut, auch nicht nur bei mir, auch bei anderen. Aber jetzt sucht er einfach sich gut. Und auch jetzt kann man dann auf Belegstationen, auf Greine, ins Muttertal oder im Zürcher Oberland haben wir eine Zuchtstation.
Das letzte Jahr hat der Kanton Weisungen herausgegeben, dass alle gleichzeitig müssen Bienen behandeln gegen die Varroamilbe. Die meisten haben sich daran gehalten. Jetzt dieses Jahr sind sie noch strenger geworden. Sie geben genau das Datum bekannt, wenn man muss Bienen runterzügeln muss, von Flims zum Beispiel, wenn das ist, muss behandeln muss, wenn auffordern, dass alle Bienen in der Umgebung gleichzeitig behandelt kommen, dass der Einflug von fremden Bienen noch nicht wieder Milben überträgt. Und so hofft man, dass man das Problem langsam in den Griff kriegt. Wir sind der erste Kanton Graubünden, wo das in der Schweiz durchführt, die einheitliche Behandlung. Dafür zahlt uns der Kanton die Behandlungsmittel, das sind bei mir etwa 300 Franken. Ja, also Bienen werden schon beeinträchtigt, wobei ich kann wieder von unserer Gegend reden. Hier in Felsberg sind wir Bio. Da wird in der Landwirtschaft sozusagen nichts mit Chemie geschafft. In der Umgebung von meinen Bienenständen habe ich mit den Bauern sehr guten Kontakt. Sie tun beim Raps tun sie erst am Abend spritzen, wenn die Bienen nicht mehr fliegen. Also, und den Raps müssen sie behandeln, sonst haben sie keinen Ertrag. Als Beispiel in Felsberg haben sie Raps abgepflanzt, wo es Bio kein, haben sie nicht mehr dürfen spritzen, sie haben keinen Ertrag gehabt. Da ist immer beides abzuwägen. Der Landwirt muss auch leben, Bienen auch. Und der Bauer, der Herr Giesler, der tut auch beim Spritzen von der Obstanlage, die er hat, tut er also sehr vorsichtig spritzen und am Abend. Und nicht, wenn es blüht, wenn es geht. Oder Bienen gehen ja oft blüten und nicht auf das Obst, das schon in der Entwicklung ist. Also wir haben es eigentlich gut mit den Bauern. Ich bin schon zweimal geprüft worden von der ETH. Haben sie bei mir Pollenversuche gemacht. Die haben Pollen gesammelt über 3 Wochen, vor allem wo Raps und Mais angepflanzt ist. Und sie haben keine Rückstände gefunden. Also es gibt Gegenden, wo es wieder anders ist. Aber hier bei uns oben dürfen wir nicht klagen. Vor allem in den Bergen hinein. Dort haben sie natürlich Landwirtschaft, mehr Wiesen und kein Ackerbau. Und dort ist das Problem noch weniger. Der Film, den wir gesehen haben, hat also die Bevölkerung sehr stark animiert. Und die Kürse im Plantenhof und bei anderen Weisen sind total ausgelastet auf 2-3 Jahre. Und viele Frauen und jüngere Personen nehmen an diesen Kürzen teil. Nur die Leute stellen sich eben das Ganze zu einfach vor. Der Aufwand ist doch gross und einer, der noch viel schafft daneben, hat fast keine Zeit. Und Bienen brauchen Zeit und wenn man die nicht nimmt, hat man noch ein Problem mit den Krankheiten und allem. Aber die Leute sind also schon sehr sensibilisiert jetzt und Bienen werden überall angesprochen. Für Laien finden er sehr gut. Er tut die Leute dazu animieren, zum überlegen, was passiert mit unserer Umwelt. Für einen Imker selber ist ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu einseitig ausgerichtet auf das Negative. Es wird zu wenig Positives gezeigt über die Schönheiten des Imkers. Es wird immer nur hingewiesen auf das Bienensterben, auf Varroa, auf die Seuchen und auf die Vergiftungen, die vorkommen. Das finde ich schade, weil beim Imker haben wir so viele schöne Tage und Zeiten und es gibt so schöne Sachen. Die Honigsaison fängt natürlich schon im Februar an. Im Februar muss ich schauen, leben die Völker noch. Ich mache dort schon die erste Bodenreinigung, dass die Abfälle, die von den Bienen runterfallen. Dann im März tue ich das Volk kontrollieren, nehme ich es auseinander. Am warmen Tag, es muss über 16 Grad sein. Dort ist das grosse Zittern. Dort kommt dann die Wahrheit zum Vorschein. Hat die Varroa gewütet oder nicht? Wenn die Varroa Wüste hat im Winter, dann hat es keine Bienen im Volk. Oder sie sind ausgeflogen. Oder eine Biene, die von der Varroa befallen ist,
fliegt aus, verliert die Orientierung und kommt nicht mehr zurück. Dann Ende März muss man Lauf und Kontrolle machen. Anfang April setzen wir die Honigwaben aufsetzen, die ersten. Einmal das Abspielgitter und noch die Honigwaben drauf. Und dann hoffen wir sehr auf schönes Wetter und auf Blust, auf Blumen. Und dann tragen sie, wenn das Wetter mitmacht. Hier haben wir jetzt Ende Mai können den ersten Honig ernten. Nach der Ernte gehe ich mit den Bienen nach Flims. Ich wandere. Hier oben ist jetzt natürlich wieder der Bergfrühling. Dort sind voll wieder Blumen. Und ist natürlich alles Bio dort oben. Ist natürlich traumhaft. Und in Flims kommt vor allem bei mir der Waldhonig. Das ist gerade oben am Gaumensee. Hat es einen Mischwald. Da habe ich jedes Jahr Waldhonig. Und den haben die Kunden wahnsinnig gern. Den haben sie viel lieber als den Frühlingshonig. Gesünder wäre der Frühlingshonig, weil dort sind mehr Pollen drin. Der Waldhonig kommt natürlich von den Läusen, die auf der Tanne sind. Dann, wenn ich auch den Honig Ende Mitte Juli, Ende Juli abschleudere, dann muss ich sofort zurückwandern. Ich muss die Bienen behandeln, gegen die Varroa das erste Mal. Das nachher auffuttern, weil ich auch den Honig das Futter weggenommen habe. Den muss ich ein zweites Mal behandeln. Das ist mit Ameisensäure. Dann nach der zweiten Mal Auffütterung muss ich nochmal behandeln. Und Ende September tut man kontrollieren, hat es noch Varroa oder nicht. Und wenn es hat, muss ich Anfang Oktober nochmal behandeln. Und die letzte Behandlung machen wir Ende November, wenn kein mehr Brot im Volk ist. Dann sind alle Varroa aus dem Brot draußen auf den Bienen. Dann tun wir mit Oxalsäure, das ist eine natürliche Säure, die auch im Rhabarber vorkommt, tut man es behandeln. Das tut man dem verdampfen, Dampf hineinblasen und das hat die grösste Wirkung. Dann ist das Bienenjahr eigentlich schon abgeschlossen. Ganz kurz. Als berufter Imker muss ich vor allem, wenn ich schleudere, den Wassergehalt messen beim Honig. Ich darf nur auf 18,5 Wassergehalt, Prozent Wassergehalt kommen. Vom Gesetz her dürfte ich auf 21% Wassergehalt kommen. Das Problem ist, wenn der Wassergehalt dann so hoch ist, dann kann er in Gärstadion verfallen. Nach 3-4 Monaten, dann kann man ihn nicht mehr essen. Je tiefer der Wassergehalt ist, desto süßer ist der Honig auch. Und für mich ist ideal so 16,5%. Das ist auch noch ein bisschen flüssig. Und ich habe gemerkt, Kunden haben am liebsten den Honig, der nicht zu süß ist. Meinen Honig habe ich jetzt 4 Jahre prüfen lassen an der Olma. Ich habe dreimal Goldmedaille geholt und einmal Silbermedaille. Silbermedaille habe ich noch bekommen, weil ich die Etikette leicht schräg hatte. Sonst vom Produkt her wäre der Honig auch dort in der Ordnung gewesen. Ich gehe immer mit dem Waldhonig. Den haben sie natürlich sehr gern. Das ist ganz ein dunkler Honig. Werbung mache ich eigentlich wenig. Ich tue auf jedem Honiggläschen den Siegel aufkleben. Das ist ein geprüfter Siegel. Dann gibt es die, die einfach ein Papiersiegel drauf eignen. Die sind frei. Die werden nicht geprüft. Da ist wichtig, dass das der Kunde weiss, den Unterschied. Oder wir kennen verschiedene Honigarten. Wir kennen den Waldhonig hier bei uns, wir kennen den Blütenhonig, das sind eigentlich die zwei wichtigsten Honig. Dann gibt es den Alpenrosenhonig, so Spezialitäten. Der Kastanienhonig, der in den Südtälern ist. Für uns da ist natürlich unser Honig am besten. Das ist immer so. Dann gibt es verschiedene Honig aus dem Ausland. Die sind sehr geschätzt. Die, zum Beispiel in Brasilien, die sind froh, wenn sie den Honig hier verkaufen können. Wobei der Honig wird pasteurisiert, dass er haltbar ist. Bis hier sind das riesige Distanzen. Ist natürlich mehr als die Hälfte billiger als unser Honig. Unser Honig ist im Verhältnis teuer. Oder der Marktwert variiert beim Kilo, wenn ich den Schnitt annehme, zwischen 26 und 40 Franken das Kilo.
Und nach meiner Auffassung sind das solche Preise bei 40 Franken. 26 Franken müssen wir haben. Ich brauche zum Beispiel im Jahr fast 1000 Franken nur für Zucker und Futter und Behandlungsmittel. Die Stunden darf man überhaupt nicht rechnen. Oder wenn ich 3 Monate arbeite für den Honigertrag und es umsetzen würde, in Geld geht es nicht auf. Wobei ich muss sagen, bei meinem System schaut noch etwas raus. Aber die Bedingung ist, dass man hier züchtet, dass man immer junge Königinnen hat. Und die tun immer ein Drittel jedes Jahr bis die Hälfte Völker erneuern. Das heisst, im Herbst tun ich die ältesten Völker abwischen. Bienen tun ich noch in einer Schwarmkiste und tun zum Jungvolk dazugeben. Und das ist natürlich dann super stark im Frühling. Und durch das habe ich so hohe Erträge. Wenn man das nicht macht, kann man die Erträge nicht erzielen. Nur wenn das Wetter nicht mitmacht, dann habe ich natürlich auch keinen Ertrag. Heuer habe ich ein Drittel weniger wieder das letzte Jahr. Also am meisten Völker ist die Zeit, hatte ich 35. Heute habe ich etwas abgebaut und dann immer mehr abbauen, altershalber, weil ich nicht mehr Kraft habe. Im Moment habe ich 20 Wirtschaftsvölker und 9 Jungvölker. Ich tue jedes Jahr ein Drittel der Völker ersetzen mit jungen Königinnen. Das gibt mir dann im nächsten Jahr einen größeren Ertrag. Im Durchschnitt pro Jahr etwa 800 Kilo. Ich hatte auch schon 1250 Kilo. Da habe ich 3000 kleine Gläschen und etwa 1000 halb Kilo Gläschen abgefüllt. Also bin ich einige Stunden in der Küche gehockt, um abzufüllen. Der Honig verkaufe ich vor allem in der Arbeitsstätte Blankis. Die machen Geschenksäcke mit ihren eigenen Produkten. Wo es dort in der Landwirtschaft, in der Bäckerei herstellt, tun sie am liebsten das Honiggläschen noch reinstellen. Den habe ich jetzt neu, der Spargelbauer, der Herr Gissler in Chur. Der dort im Spargelladen dort auch noch meinen Honig verkaufen, ab dem Jahr. Und dann habe ich einen Haufen private Kunden, die nehmen halt ein Kilo zwei. Das zählt sich nicht so bei dieser Menge. Darum muss ich Grossabnehmer haben. Dort habe ich auch keine Kosten für die Werbung. Dort kann ich den Honig bringen. Ich gebe ihn auch sehr günstig, vor allem ein Blankis, dass sie einen schönen Gewinn haben. Das kommt ja dann wieder den Betreuten zugute. Der Imker hat eigentlich diverse Vorschriften. Man führt für jedes Volk führt man eine Stockkarte. Dort drin ist angegeben, was für eine Königin das ist. Ich habe alles Suchköniginnen. Wie alt ist die Königin? Jede Arbeit wird eingetragen, auch der Ertrag vom letzten und vorletzten Jahr. Das sind auch die Unterlagen, die ich brauche zum Züchten, je nachdem nicht mit dem von dem Volkstoff. Hier in diesem Buch muss ich auch eintragen, wo ich einwandere, jedes Volk, das ich verschiebe. Das kann der Bieneninspektor kontrollieren, der kann plötzlich vorbeikommen. Hier muss ich angeben, die Selbstkontrolle, wie Bienen behandeln, was für ein System ich habe. Es gibt Schweizer Kästen, es gibt Styropolkästen, wie ich habe, alle Möglichkeiten. Und da muss man hier einträgen, also ein seriöser Imker macht das. Damit ich aber nicht jedes Mal das Buch muss mitnehmen muss, führe ich mit dem Computer eine Excel-Tabelle. Da ist jedes Volk aufgeführt, jede Arbeit, die ich gemacht habe, was ich gemacht habe, wie viel Honig das ich rausgenommen habe und was ich noch machen muss. Ich habe jetzt Jungvölker, die muss ich unbedingt noch gegen die Varroa behandeln. Die tun ich mit Milchsäure dann besprayen. Das sind natürliche Säure. Wir dürfen keine Chemie verwenden. Nur natürliche Säure noch. Dann zum Züchten ist das Gleiche. Das ist genau jede Stunde vorgeben, was man was muss machen muss. Bis dann, wo sie Schlüpfkönigin, wenn man sie muss in der Königinnenkästchen abfüllen muss und wenn das man muss auf Belegstation. Man kann die Völker natürlich auch im Stand begatten lassen, nur dann ist die Sicherheit nicht da, dass sie reinrassig sind. Oder wir in unserem Gebiet haben wir verschiedene Rassen und die tun sich natürlich
Drohne gegenseitig die Königin begatten. Darum komme ich in einen Ort, wo reinrassige Drohnen sind. Für eine Begattung für die Königin braucht es 30 Drohnen. Und die sind nach der Begattung, gehen sie oben ab und sind tot. Ich habe ein System mit dem Segenberger, das ist aus dem Deutschen gekommen. Und eine Rasse, eine Kanika-Rasse, die ist vom Balkan gekommen, über Jugoslawien. Die ist sehr produktiv. Also wir mit dem System und mit dieser Rasse Bienen produzieren gerade das Doppelte wie die alten Schweizer Kästen und die alten Schweizer Bienen, die schwarze Bienen. Also das ist ein riesen Unterschied. Wenn wir 60, 70 Kilo haben, haben die vielleicht 30 Kilo oder 20 Kilo. Früher waren es froh, 7, 15 Kilo. Und das hängt natürlich auch mit der Klimaerwärmung zusammen. Je wärmer das wird, desto früher blüht es, kann die Bienen raus. Und wenn man dann dort wandert, in Gebiete hinein, kann man so die Tracht rausziehen. Wenn man da unten bleibt, ist die Tracht plötzlich fertig. Die Wiesen sind gemäht, bloß die Sturen, Blumen sind verblüht. Und die gehen auf Flims und dann bin ich wieder in voller Tracht und muss mit der Julia mich abklemmen wegen der Vorschrift vom Kanton. Das letzte hätte man noch bis Mitte August Honig gekriegt. Also ich hätte dort noch mal 30 Kilo Honig pro Voll gekriegt. Aber auch nicht dürfen, weil die Vorschriften wegen der Aroma milben sind. Ja, jeden Morgen. Ich habe zuerst gemeint, ich müsse verzichten wegen dem Zuckergehalt. Aber ich habe mit dem Arzt geredet und er hat gesagt, ich soll den Honig noch weiternehmen, das sei so gesund. Oder Honig beinhaltet auch etwas Antibiotika. Und darum sollte man ja Kindern unter einem Jahr keinen Honig geben. Erst ab einem Jahr. Und der Honig ist natürlich für viel gut. Er ist für Gesundheit gut, für Verkältungen und alles Mögliche. Der Arzt hat sogar von den Bienen, also der Honig, für seine Kinder, wo sie nicht zu weh sind, weil sie Allergie hatten, empfiehlt er seinen Patienten, Honig zu essen. Er sagt, also, wir dürfen ihn nicht als gesundheitsfördernd verkaufen, als Medizin dürfen wir ihn nicht verkaufen, wir dürfen ihn einfach als gesundes Produkt verkaufen. Ich esse also weiter. Die Frau hat früher keinen gegessen. Heute ist sie begeistert, die Honigesser, vor allem im Tee, dort sie den Honig verwenden. Töchter essen viel Honig, vor allem Freunde von. Und so brauchen wir sehr viel Honig.